So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Escape That Island. Ja, entschuldigt bitte in der letzten Folge die versemmelte Verabschiedung. Ich weiß nicht, Knopf zu früh losgelassen, Mikro keine Lust mehr gehabt, mich aufzunehmen. Ich kann es euch nicht sagen. War so nicht geplant. Ich hoffe, es läuft in dieser Folge besser. So, letzte Folge natürlich. Großes Finale schon irgendwie. Linda zum Zombie oder Mutanten oder was auch immer mutiert. Haben wir umgelegt. Jetzt hoffentlich keine Stimmen mehr in unserem Kopf. Ja, und jetzt sollen wir zu Avery Crones Wohnsitz. Oh, was ist denn das? Das gefällt mir gar nicht. So, hier sind jede Menge von diesen Spucker. Ist auch ganz schön duster. So. Jetzt anschleichen an beide, so wie es ausschaut. Okay, was ist mit dem da vorne? Ah, ne, 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 ne. Das war klar. Okay. Gut, also. Da waren dann noch so ein paar schnelle Wissenschaftler dazwischen. So, egal. Gut. Also müssen wir gucken, dass wir den. Na, diesen Edward mit den Scherenhänden. Als erstes irgendwie rausnehmen. So, natürlich gleich mal die Schrotflinte laden. Ich hab den noch gerade gehauen. Ah, so ein Mist. Okay. Also müssen wir nochmal schauen, dass wir diese Ärzte da rechtzeitig irgendwie aus dem Spiel rauskriegen. So, erstmal Schrotflinte nachladen. Die ist nämlich echt gut gegen diesen Edward-Typen da. Okay, so läuft das doch schon mal ganz gut. Der noch? Okay. Es waren aber drei vorhin, glaube ich. Achso, ja, bei dem natürlich noch.
So, geschafft. Und es ist wieder hell. Sehr schön. So, warum nicht gleich so, ne? Okay, Katana in Hand. No, not again. Cliff, this is Dr. Faith Kimball. I've been trying to reach you for hours. Can you make it to the villa? Who are you? I was... You tried to save me from Aaron. From that creature in the labs. You killed Linda. No, no, no! I tried to save her. But Aaron... Oh, it's never enough. He took your friend, just like Linda. I can't... Oh, everything's fucked. I can help you get him out. You just have to get me out too, agreed? Okay, dann mal schauen, ob wir ihr wirklich vertrauen können. Ich weiß es ja nicht. So eine komische Wissenschaftlerin, die ja wohl am Entstehen dieses Virus nicht ganz unschuldig ist. Über die altbekannten, ja, Tunnelverbindungen hier. Okay, so, Geofarm-Komplex. Schon gar nicht mehr, wo es hier wirklich lang ging. Oh, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, zumindest immer die letzten Male stand hier immer irgendwas. Ah, doch, da hinten ist jetzt was. So wieder, den kriege ich aber so, glaube ich. Irgend so ein Screech-Ding. Ja, komm, steh auf. Okay, also an denen habe ich echt immer ein bisschen zu knabbern hier. So, haben auch von der Schrotflinte nicht mehr wirklich viel Munition. Also es wäre eigentlich besser, wenn wir den irgendwie umgehen könnten. Ich umgehe den jetzt einfach mal. So, Stuff Village. Ja, das sieht gut aus. Oh, es gehen hier schon wieder ab. Ah, okay, da vorne ist wieder irgendwas, da oben. Okay, einen Haufen Muni verbraucht für nichts. Oh, wo kam der jetzt auf einmal her? Mist. Okay, ich sterbe mich hier durch. Von einem Zombie zum nächsten. Ja, vielleicht gleich hier mit der Schrotflinte. Das war gut. Wunderbar. So. Okay, doch in die Richtung. Weiter.
Oh nee. Schlecht als recht. Och nee, ne? Was soll denn das? So. Ah, geht nicht anders. Ich habe absolut sonst keine Munition mehr. Okay, noch ein bisschen. So, komm, hüpf. So, ich denke, jetzt müssen wir ihn dann gleich haben. Okay, einmal noch. Oh nee, was hat denn jetzt hier gescreecht, ey? Okay, das sind jetzt ein bisschen viele Zombies. Nee, wo denn? Wo ist hier das Creature? Lass mich verarschen. Heilige Scheiße. Okay, da ist das Auto. Speichern ist nicht verkehrt. Ah, wir haben ja jetzt eine Gasmaske. Cool. Sehr schön. Gut, dass wir hier nochmal vorbeigekommen sind. Geht es jetzt nirgends runter? Müssen wir doch über das Flugfeld einmal latschen. Oha. Nichts wie weg. Okay. Das Flugzeug gibt es dann wohl doch nicht. Super, jetzt kriegen wir auch das wieder auf. Okay, also das finde ich dann doch ganz okay, wenn man dann doch mal vorbeikommt.
Und mit dem neuen Werkzeug dann letztendlich. Okay, für. So, nochmal Speicherpunkt. Müssten wir eigentlich gleich da sein. Bei seinem Haus. So, okay, 22 Meter. Ja, da vorne ist ja schon. Perfekt, perfekt. Schauen wir mal, was uns hier wieder erwartet. Nochmal speichern. Gut, also, wir sind mit der Zeit leider schon wieder fast am Ende. Bevor ich mich jetzt hier in Avery Crones Haus reinstürze, um zu schauen, was uns hier erwartet, auch mit der Wissenschaftlerin, ja, machen wir hier eine kleine Unterbrechung. Ich hoffe, das Gesterbe in dieser Folge war euch nicht zuwider und habt das fleißig mit mir ertragen. Ja, und ich hoffe, ihr schaut in der nächsten Folge auch wieder mit rein, wenn das wieder heißt Escape That Island. Und ja, ich hoffe, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, diese Insel endlich zu verlassen. Macht's gut!